Wir haben drei Leute, die zusammenarbeiten in der Annahme. Aufschlag kommt von 1 oder 6. Ist es immer, spiele ich rechts kurz oder links tief. Annahmetraining ist ab einem gewissen Punkt, gibt es nicht mehr individuell. Annahme gibt es nur ein paar, Minimum, oder zu dritt oder zu viert. Das heißt, das ist jetzt der nächste Punkt, diese Zwischenräume zu managen. In diesem Fall, Aufschlag von 1, 6, würden wir sagen, Zwischenraum ist links. Das heißt, der Spieler, der links spielt, nimmt Bälle, die im Zwischenraum sind. Derjenige weiß in dem Moment, okay, ich stehe hier, alles, was tief rechts kommt, habe ich nichts mit zu tun. Okay? Ich muss nur gucken, dass ich hier vorne hingehe oder hier hinten spielen muss oder hier an der Seite. Selbes für ihn, ja, wenn ich jetzt hier stehen würde, weiß ich, ich muss hier annehmen oder hier hinten. Da vorne hat er, hier hinten hat er. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig in der Annahme. Weil wenn wir, was ist der kritische Punkt? Der Zwischenraum. Den müssen wir managen. Wenn beide sagen, ja, wir haben beide den Zwischenraum, dann gehen die rein, zucken zurück. Das heißt, da klare Absprachen, wer hat die Mitte? Ja, und dadurch vereinfachen wir das Ganze. Und das Ganze würde sich dann umdrehen, Aufschlag von 5, wäre hier, hier ausgerichtet zum Aufschläger. Okay, jetzt spielen wir rechts hinten, links vorne, rechts hinten, links vorne. Okay. Schlag einmal von 5, 6 auf. Was machen wir? Welcher Fuß ist vorne? Rechts vorne. Ja? Nee, von 1, 6. Rechter Fuß vorne. Okay. Links hat die Mitte. Okay. Das heißt, der Ball, das ist deiner da. Okay. Links hat die Mitte. Okay, gut. Links hat die Mitte. Ja, dein Ball. Okay, gut. Hm? Oh, der ist so lang bei dir hinten. Ne? Wenn kurz wäre das, okay, der Ball. Das ist nicht deiner, da ist er. Okay. Das Ganze jetzt von hier drüben drehen wir um. Links leicht vorne, zu mir ausgerichtet. Okay, Mitte ist rechts. Okay, gut. Mitte ist rechts. Oh, der ist schon auf dich drauf, zu einfach. Mitte ist rechts. Okay, und dann machen wir haben dann als Grenzregel, derjenige, der nicht die Mitte nimmt, greift nicht zur Seite raus. Das heißt, das Einzige, was er macht, ist vielleicht ein Schritt und ich spiele noch innerhalb meiner Schulter. Alles andere ist dann Verantwortlichkeit von dem. Dadurch, da geht es natürlich ganz viel um Vertrauen, Disziplin, so dass er weiß, Mitte ist links, okay. Was in die Mitte geht, da mache ich nichts. Und dann brauchen wir aber auch klare Körpersprache dazu. Das heißt, nicht, ich guck mal, ob er vielleicht nimmt er ihn doch nicht. Okay, Mitte links, okay, kann ich fast weggehen. Ja, könntest auch noch begleiten über irgendeinen Call zum Beispiel, irgendwas rufen. Ja. Kann unheimlich helfen in der Annahme, weil ihr vereinfacht das auch da wieder. Es ist nicht so, jeder muss denken, alles klar, rechts tief, rechts vorne. Ich muss irgendwie alles haben, das was in der Mitte, weiß ich nicht. Ist es meins, ist es deins, wie weit muss ich da reingreifen? Ja? Deswegen, Annahmetraining gibt es eigentlich nicht alleine. Da gibt es Baggern und Pritschen, aber Annahmetraining ist Minimum im Paar, weil es muss immer dieses Seam Management, heißt es im Englischen, also diese Schnittstellen, wie wir das handeln wollen, ist ganz, ganz wichtig. Wir nehmen auch teilweise mit Vieren an. Ja gut, wir haben manchmal 4 gegen Sprungaufschläger. Dann werden die Zwischenräume zwar mehr, aber eigentlich noch kleiner. Also ich muss weniger reingreifen. Wenn du vorne hast, ist natürlich immer die Gefahr, bei uns passiert das auch im Dreierriegel. Du hast jetzt einen, der pritscht unheimlich viel, unheimlich gerne. Der steht oben. Jetzt hast du den, der baggert. Und Aufschlag kommt von 1. Jetzt haben wir natürlich, das ist die kritische Zone hier. Weil der wird natürlich größer als in der Situation vorher. Ja. Und auch hier ist aber trotzdem, muss er dann irgendwo tief nehmen, die Schnittstelle. Also wichtig ist, das vorher klar abzusprechen, wer welchen Bereich nimmt. Ja.
Und wenn du vier hast, die nur helfen, kannst du sagen, okay, der eine steht hier vorne, der nimmt vielleicht noch im Pritschen das, was hier kommt, dann hat der weniger mit diesem Linienaufschlag zu tun. Weiß, okay, das deckt der hier noch ab. Ja, da drüben vielleicht dasselbe. Und die anderen zwei Leute teilen sich den Restbereich in der Mitte auf. Ja. Und dann aber wieder mit rechts, links, je nach Aufschlag.